So Leute, es geht weiter mit Assassin's Creed Revelations. Der letzte Part hat natürlich wie immer abrupt geendet. Ich weiß gar nicht warum. Irgendein Signal kam und dann hat sich das Spiel einfach mal runtergelegt und wollte sich nicht mehr hochlegen. Das ist ja eigentlich komische Dinger. Ganz bei Trost, der Alte. Hör mal, wer von euch nennt mich ja alt? Ihr könnt gerne alle einen auf Small haben. Boah, ey, ich bin nicht alt. Das ist die 4, da war noch das ist die 4. Nicht genug Geld. Och, das ist doch doof. So, erstmal zwei Byzantiner. Einfach weil ich lustig bin. Jetzt müssen zwei Byzantiner. Vier Byzantiner umzubringen. Lalala. So. Was ich noch anmerken wollte, heute ist Freitag, der keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Bin ich von der Wand gelaufen, weil ich gucken wollte, was für ein Freitag heute ist. Es ist Freitag, 20. Januar. Also eine Woche nach diesem 13. Gedöns da. 8 Uhr. Eine Stunde kann ich euch bieten, hier aufzunehmen. Denn dann muss ich mich schon wieder fertig machen für 23 Uhr Schicht. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ironie pur, ne? Ja, so ist das Leben halt, ne? Egal, ich habe euch gesagt, wer Facebook von mir, wer mich bei Facebook als Freund hat, hat gesehen, dass ich gesagt habe, dass ich was aufnehmen werde. Was ich sage, das tue ich auch. Und jetzt ein großer Sprung. Das war eng. Ja, als erstes hole ich mir diesen Aussichtspunkt dahin. Ja, ach du Scheiße. Ist gar nicht hoch oder so, ne? Die kleine Hagia Sophia. Ach ja, und wenn ihr manchmal meinen Controller hört, das tut mir leid, das kann ich nicht abstellen. Das ist halt so. Nein! Unnötig jetzt, ja. Unnötig. Richtig dumm von dir. Du Typ. Was? Kletter doch hoch. Bist du dumm? Hallo, Ezio. Hallo. Kannst du ja nicht hochklettern oder was? Oh. Unfähiger Assassine, ey. Alter, ihr hättet das geschafft. Ich. Ey, der. Hör mal, jetzt kletter da hoch. War denn das gerade so schwer? Ach, das ist das Falsche. Guck mal, ob hier vielleicht irgendwie irgendwas Verstecktes ist. Aber ist nicht der Fall. Was? Warum? Geh da hoch. Oh, Ezio, ey. Mach's dir doch nicht immer schwerer, als es schon ist. No. Willst du mir jetzt sagen, ich muss einmal hier rum für so einen Punkt, oder wie? Ich höre ein Datenfragment. Da ist so ein... Da ist es. Nee, das ist ein... Das ist eine Truhe, das ist so ein Schiss. Ich dachte, das wäre ein Datenfragment. Hallo? Vier Hagel, was will ich mit vier Hagel? Kann ich da noch hoch? Oder? Wo ist denn das? Ach, da. Oh, ist das hoch. Das ist der 9. Zack. Ey, das ist der höchste Turm. Ohne Witz jetzt, das ist der höchste Turm. Wenn ich so von hier gucke. Okay, der Galata-Turm da hinten ist noch hoch. Oh. Ja. Das
Das hat es mir doch jetzt voll gebracht. Ey, Ezio, man springt nicht auf Grabstein rum, das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Bam! Bam! Putz! Bitte lass mich das überleben. Mir Kader, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere. Aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Umkane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Ah. Sein Katzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Ah, jetzt weiß ich, wer das ist. Oh, Kesekatura. Duccio. Ich erinnere mich. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Ezio, ey. Du musst es immer wieder tun, ne? Aber okay. Der vierte Teil der Welt. Sophias Paket ist in ein rotes Tuch eingewickelt. Besorgen Sie es für sie. Unbemerkt in den Hafen eindringen und wieder verschwinden. Natürlich. Das schaffe ich doch sowieso nicht. Duccio, ey. Ich hab ihm im Assassin's Creed 2 so aufs Maul gegeben. Ah, das war schön. Konzentrieren. Das war dumm. Boah, aber dass ich gleich so viele verliere, ne? Oh, ich muss hier verschwinden. Von nicht schwimmen war nicht die Rede, ne? Also ich darf schon schwimmen, oder? Komme ich da überhaupt hoch? Finde ich gut. So, unbemerkt, ne? Das heißt, ich muss viel töten. Pistole. Merhaba. Weißt du was? Das ging doch sehr einfach. Ich sehe das rote Tuchdingen schon. Den habe ich so nicht gesehen. Ob ich es ohne den Adlersinn finde. Sophia Sator. Perfetto. Aus dem Gebiet fliehen. Gerne. Verlassen Sie das Fluchtgebiet, wenn die... Was? Untertauchen, damit die hinter mich hinten nicht sehen. Da ist gar keiner.
dann muss ich jetzt aber hier raus. Aus dem Tümpel. Warnung, aus dem Gebiet fliehen. Ja, ich flieh doch. Ja, sauber. Und ab zum Buchladen, der total weit entfernt ist. Oh, fuck, Alter. Hör mal, ich will keinen Stress haben. Aber ihr wollt sprechen. Na dann. Dann sind wir uns ja einig. Santina. Lächerlich. Ist das alles, was ihr drauf habt? Hör mal. Das ist geil. Bam. Hat euch das Schauspiel gefallen? Hör mal, niemand legt sich mit Ezio Auditore an. Ich finde, er gerade schlecht gelaunt ist. Ah, Bettler! Nein! Verschwindet! Verschwindet, ich habe kein Geld für euch. Hä? Oh. Bei den Byzantinern. Und was sollen die dann machen? Helfen oder was? Ja, den Aussichtspunkt kann ich mir ja noch holen. Wie hole ich mir den denn? Muss ich da von innen klettern oder wie? Oder? Ja, oh, du erstmal deine Wasserpfeife, du Wichser. Wow! Was ist das denn für ein hyänenartigen Schreigedöns da, was ich gemacht habe? Egal. Lassen wir den Schrei Schrei sein. Und wo ist jetzt der Aussichtspunkt? Aussichtspunkt, mein Freund. Wo bist du denn? Oh, da oben. Hör mal, Ezio. Oh. Hm, Leute. Steuerung und Controller ist genau. Huh. Pff, da komme ich gar nicht ran. Der will das nicht machen. Ja. Oh ja, komm. Ist klar. Ich muss mich erst diese leere Handtaste benutzen. Ist klar. Stimmt. So. Synchronisieren mit der Stadt. Und tschüss. Acht Dinger noch. So. Dann laufen wir jetzt mal schnell. Ich hab gerade richtig Bock. Hallo. Na gut. Aua. Kann man zentrieren? Ach ne, hatte ich ja nicht. Ach ja. Das macht doch so einen Spaß, diese ganzen Byzantiner umzubringen. Weg, 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 weg! Da. Boah, ich hab grad richtig Bock, immer nur. Ich hab richtig Bock, die ganze Stadt niederzumetzeln. Weil. Ich muss aber bald langsam meinen Bekanntheitsgrad sinken. Das wird langsam viel. Schon die Hälfte. Die Hälfte ist not good. Not good. Hey, überall in Konstantinopel sind Wasserpfeifen. Warum? Sophia, ich hab dein Paket. In rotem Tuch. Salute Ezio, Glück gehabt? Ja, natürlich. Madame Miguela Sofia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, no? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Sagt mir nichts. Seht ihr?
Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Vespucci? Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Was ein Widerspruch. Aber stimmt ja. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Okay, was kriege ich denn von dir? Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Sauber. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so soll...